Hallo und herzlich willkommen bei Hingeschaut. Heute geht es in unserer Sendung rauf und runter, denn genau das ist unser Thema, Auf- und Abstieg. Und hier ist unsere Vorschau. Wir haben einen Bodybuilder begleitet, der an Krebs erkrankt ist, sich davon aber nicht unterkriegen lässt. Trafen Arminia-Fans, die die Hoffnung auf einen Aufstieg ihres Lieblingsvereins nicht aufgeben. Und wir sind für sie abgestiegen in die Tunnel der Bielefelder Stadtbahn. Und genau damit beginnt unsere Sendung jetzt auch schon mit einer Reise durch das 6 Kilometer lange Tunnelsystem. Eine Fahrt mit der Bielefelder Stadtbahn. Ein ständiger Wechsel von hell zu dunkel. 36 Bahnen fahren hier täglich. Insgesamt gibt es 7 unterirdische Haltestellen. Heike Klose ist seit 15 Jahren Stadtbahnfahrerin. Nach maximal 4 Haltestellen im Tunnel geht es wieder hoch, ins grelle Licht. Ein anspruchsvoller Job in den Augen der Fahrerin. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ne? Die Augen müssen sich dran gewöhnen, man muss sich dann wieder umstellen. Ne? Öfters mal eine Sonnenbrille tragen, wegen der Lichteinfälle und alles. Was ist für Sie besonders an der Arbeit unter der Erde? Man fährt im Dunkeln, es ist einfach praktisch immer Nacht. Signale und Bahnsteige, das sieht halt alles anders aus. Sind ganz, ganz andere Eindrücke wie auf Sicht, also als wenn man am Tage irgendwo fährt. Das Bielefelder Tunnelsystem ist mehr als 6 Kilometer lang. Die Fahrgäste sehen das normalerweise nur im Vorbeirauschen aus der Bahn. Wir haben uns diese Unterwelt mal genau angeschaut und eine Führung durch die Stadtbahntunnel zu Fuß begleitet. Andreas Krulkort führt regelmäßig Gruppen durch den Tunnel. Er ist Experte. Viele Jahre hat er hier als Monteur gearbeitet. Über ein Treppensystem geht es 22 Meter in die Tiefe. Als ich vor 20 Jahren hier angefangen habe und den ersten Tag im Tunnel war, es war groß und ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden hier unten. Ja, jetzt ist Routine. Diese Tunnelführung mache ich da auch schon seit 5 Jahren jetzt. Und das jeden Monat, 12-mal im Jahr. Und es ist immer wieder schön, die Tunnelführung. Auf schmalen Fluchtwegen bewegt sich die Gruppe durch den Tunnel, während alle paar Minuten Bahnen dicht vorbeifahren. Nichts für schwache Nerven. Finde ich schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Dass das so tief runtergeht, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir 22 Meter sozusagen unter der Erde uns jetzt aufhalten. Das ist schon sehr interessant und spannend. Keine Pflanzen sieht man, keine Fledermäuse, kein Wasser stürzt irgendwo runter. Und angenehme Temperatur eigentlich. Im Sommer würde ich hier gerne schönes Licht, kann man ein Buch nehmen, kann sich hinlegen. Normalerweise ist es stockdunkel im Tunnel, aber während der Führung wird zur Sicherheit das Licht eingeschaltet. Alle Teilnehmer tragen Warnwesten. Ein Erlebnis der besonderen Art, der Streifzug durch den Bielefelder Stadtbahntunnel. Unser Streifzug führt uns jetzt von der Stadtbahn zum Bahnhof, genauer gesagt zur Bahnhofsmission. Sie ist Anlaufstelle für Menschen, die sozial abgestiegen sind. Aber die Missionsmitarbeiter leisten auch Hilfe am Bahnsteig. Wir haben ihnen bei ihrer Arbeit mal über die Schulter geschaut. Der Bielefelder Bahnhof ist das Tor zur Stadt. Mehrere tausend Menschen reisen von Termin zu Termin oder besuchen ihre Verwandten. Marcel Bohnenkamp ist hier täglich unterwegs und hilft den Menschen, zum Beispiel beim Umsteigen. Er ist leider nicht ausgepreist, aber ich wünsche Ihnen eine gute Reise, trotz alledem. Ja? Die Bahnhofsmission ist in erster Linie für viele Hilfsbedürftige ein Anlaufpunkt. Büro, Küche und ein Aufenthaltsraum befinden sich in einem ehemaligen Luftschutzbunker, direkt unter einem Gleis. Ich bin hier in die Bahnhofsmission gekommen und habe sofort eine warme und herzliche Atmosphäre wahrnehmen können und hatte so ein bisschen was, ich will nicht sagen familiären Charakter, aber sehr, ja, vielleicht doch familiär. Und es geht hier tatsächlich um Menschen und intensive Schicksale, die die erleben. Menschen, die die manchmal nicht mehr am Rande der Gesellschaft sind, schon dann draußen, also die sind dann oft schon draußen. Und da geht es dann viel um Begleitung, Verständnis und eben eine Hand zu sein, ein verlängerter Arm der Gesellschaft, sage ich mal, der eben die Möglichkeit gibt, zurückzukommen. Kommst du öfters in die Bahnhofsmission? Ja, schon jahrelang. Um was vor allem
Zimmer? Ja, Essen zu holen, weil ich ein Bettler bin, eigentlich. Leider, notgedrungen. Arbeit, haben Sie Arbeit oder 50 Cent? So sieht gleich meine Alte raus. Die Bahnhofsmission, auch inzwischen kenne ich die Leute ganz gut fürs Leben. Okay. Ne? Marcel und Lisa oder Therese, ja, ich hole mir mal ein Brot. Wir schmieren so circa 100 bis 200 Brote am Tag. Wir schmieren einmal so einen gesamten Kühlschrank leer. Das heißt also, wir fangen morgens um 7 Uhr an und das geht dann eben bis abends 19 Uhr. Und da geht schon so ein Kühlschrank bei mir drauf. Zur Essensausgabe kommen täglich rund 100 Hilfsbedürftige. Um deren seelisches Wohl kümmern sich insgesamt 26 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja, Mensch, dann begrüße ich euch ganz herzlich und dich auch ganz besonders. Ne? Ja, hi, Conny. Ja, hi, Conny. Hi. Zu unserer Andacht hier heute, ne? Mhm. Kurze Übergabe. Ich lese ein Wort aus der Apostelgeschichte vor. Ja. Das ist von den Herren unter Losung. Also sozialer Abstieg, finde ich, hat aus meiner Sicht viele Facetten. Und es hängt immer mit einem persönlichen Schicksal zusammen. Das heißt, das zu generalisieren, fällt mir sehr schwer. Ich sag mal so, es gibt immer wieder Sozialarbeiter, die nach einer Zeit verrohen. Ne? Und mir ist das bis jetzt schönerweise nicht passiert. Und ich merke, dass es für mich daran hängt, dass ich, wenn mir Fälle nachgehen, dass ich, ganz klar gesagt, dass ich samstags bete. Also sozusagen so lange oben anklopfe, bis ich weiß, das ist oben angekommen. Ich merke, dass ich wesentlich zufriedener geworden bin. Ich bin entspannter, zufriedener und glücklicher geworden. Glücklich sind die Fans von Arminia Bielefeld zurzeit ganz sicher nicht. Punktabzug, drohende Insolvenz und der geplatzte Traum vom Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Fans halten ihrem Verein trotzdem die Treue. Arminia! Arminia! Wir sind die besten Fans der Welt und unser Herz schlägt nur für dich, Arminia Bielefeld. Warum noch zu allen? Weil wir noch Hoffnung haben, dass vielleicht der Präsident heute zurücktritt. Weil diese Misswirtschaft die letzten Jahre, das kann ja nicht sein. Also, ich gehe halt wegen der Dauerkarte. Ich habe das Geld dafür ausgegeben und jetzt deswegen zu Hause zu bleiben, ist einfach nicht fair. Also ich finde, die Mannschaft sollte trotzdem unterstützt werden. Arminia muss wieder nach oben kommen. Kann ja nicht sein, dass wir unseren Verein im Stich lassen. Bei so einer schwierigen Lage, da sind wir keine richtigen Fans. Oder nicht? Ich glaube, jetzt gerade in der schwierigen Situation müssen wir für die Mannschaft da sein und eben die Jungs nach vorne peitschen. Wir steigen zwar nicht auf, aber wenigstens, dass wir noch einen guten Tabellenplatz erreichen. Dass wir alle zufrieden sind. Wir sind Fan von Bielefeld und da bleibt man immer Fan. Man sucht sich nicht den Verein aus, der eben oben steht. Da sind wir fest der Meinung und da stehen wir hinter. Und es bleibt auch so, dass wir hinter Arminia stehen. Es geht immer auf und ab im Leben. Das wird auch wieder. Ich werde weiterkommen. Aber was heißt weiterkommen? Ich werde, wenn sie den Dammmeier, wenn sie da nicht irgendwas reagieren, werde ich nicht mehr kommen. Das ist ganz einfach. Dann bleibe ich zu Hause. Dann brauche ich nicht mehr hinkommen. Das ist für mich ganz einfach. Wir machen das an dem Gerstner aus. Der Gerstner hat meiner Meinung nach gar keine Fehler gemacht. Aber auf den Dammmeier zu schimpfen, das will ich mal gleich zum Ausdruck bringen, das ist Unfug. Wenn ihm gesagt wird, er darf nur für so und so viel Geld Spieler kaufen, da kann er eben kein Ribery einkaufen. Nichts, so ganz klar. Die Strafe war gerecht, ja. Also entweder man spielt mit offenen Karten oder man lässt es sein. Das ist halt was. Ja, tschüss. Dieses Stimmungsbild haben wir vor dem OWL-Derby gegen Paderborn eingeholt. Mittlerweile sind Trainer Thomas Gerstner und Sportgeschäftsführer Detlef Dammeier nicht mehr im Amt. Sport, des einen Leid, des anderen Freud. Ich kann so eine Hand ja gerade mal so stemmen. Für Olaf Stamatis ist das ein Kinderspiel. Der 35-jährige Bodybuilder war sogar mal deutscher Meister im Schwergewicht. Und das, obwohl er seit seinem 21. Lebensjahr Schilddrüsenkrebs hat. Aber der Bielefelder lässt sich nicht hängen und hat im Kampf gegen die Krankheit seine ganz eigene Therapie entwickelt.